Hallo und herzlich willkommen mit Reisende durch das Universum zu einem längst überfälligen Podcast. Aber ja, es soll nicht darum gehen, wie lange das jetzt gedauert hat bis zum nächsten Podcast. Und wir starten auch nicht direkt mit dem Podcast, denn ich wollte einen Livestream für dieses Wochenende ankündigen und dieses Mal wird es ihn auch geben, egal ob jetzt eine Rückmeldung stattfindet oder nicht. Ja, es war zuletzt eh ein bisschen ruhiger bei mir und ich kann noch nicht sagen, ob sich das grob ändern wird. Es gibt eine Menge zu tun. Das hat sich bei mir nicht geändert. Ich glaube, es wird sich auch nicht ändern. Von daher mal gucken, wie das so mit den Videoturnus so sein wird, ob wir dahin zurückkehren können oder nicht. Ich muss allerdings auch sagen, ja, mir gehen so ein bisschen die Formate aus, das will ich gar nicht mal sagen, sondern eigentlich so die Dinge, die ich spielen kann und auch spielen möchte. Diese Schnittmenge ist derzeit einfach so gut wie nicht vorhanden. Es kommen einfach nicht so viele Mods nach, die ich unbedingt spielen möchte und es sind nicht so viele da, die ich gut finde. Also ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Tests so zwischendrin laufen und ja, wie viele Sachen ich schon ausgeschlossen habe, weil sie zu nervig sind für mich zu spielen, beziehungsweise vielleicht auch zu unansehnlich. Und ja, es ist ein bisschen schwierig, aber ich habe ja schon, ich glaube, es war sogar Ende letzten Jahres, nee, Ende vorletzten Jahres, habe ich schon angekündigt, es wird so langsam knapp mit den, naja, annehmbaren Content, den ich so bringen kann. Und ja, das zeigt sich halt jetzt gerade aktuell so besonders. Also das hat jetzt etwa ein Jahr gedauert, bis es an diesem Punkt schlussendlich ist. Das liegt aber auch daran, ich hatte relativ viele Pausen. Also jetzt war ja auch wieder so ein bisschen wieder so zwischendrin so eine Pause drin. Also das liegt jetzt nicht nur daran, dass ich viel zu tun habe, sondern mir fehlt halt auch irgendwie der Stoff, womit ich halt ja nachlegen könnte. Ich möchte nicht einfach irgendetwas bringen und ich denke, das merkt man auch bei meinen Videos, dass ich schon etwas bringen möchte, von dem ich auch in irgendeiner Form überzeugt bin. Gut, das weiß ich oftmals nicht, wenn ich jetzt einen neuen Mod oder ein neues Level Pack ja blind spiele, ob das was taugt. Also bei Dingen, wo ich wirklich absolut skeptisch bin, gucke ich vorher. Das habe ich beibehalten und das hat mich bisher auch noch nicht, abseits bringen lassen. Aber das jetzt nur mal so als Einblick, warum jetzt generell ein bisschen weniger kam, also viel zu tun und irgendwo, naja, was will ich bringen, so als Frage. Da gibt es natürlich so Formate, die ich zurückbringen könnte, wie die Pixel-Serie, weil ich auch sehr, sehr gerne, ja, ich früher auf Blatt Papier gezeichnet habe, dann schlussendlich dann irgendwann mal ja aufs Digitale gewechselt bin und dann Pixel Art für mich gefunden habe, nicht für mich erfunden habe, hätte ich fast gesagt, auch peinlich. Daran merkt man schon wieder, das ist absolut nicht geschnitten, ne? Ja, das Problem bei dem Format ist, ihr kriegt schlussendlich so ein Video zu sehen, was selbst mit Einleitung und schlussendlichen Fazit vielleicht in der Zukunft 3-4 Minuten lang wäre und dann schaut man mir so ein paar Stunden zu, wie ich da was zusammenpixel. Ich weiß, das finden eventuell einige von euch interessant, aber das hier ist halt jetzt kein Kunstkanal und man muss halt auch sagen, dass es ein großer Aufwand ist und sagen wir mal so, derzeit einfach nicht so in meinem Fokus liegt, weil ich habe jetzt auch da so halt, weil ich recht viel zu tun habe, jetzt so die Problematik, dass ich halt nicht so viel Zeit da rein investieren kann. Auch so der Grund, warum die Fanlore leider niemals zurückgekehrt ist. Ja, was ich sehr bedauere, weil ich liebe es, Geschichten zu erzählen und das wäre ja der perfekte Ort, um das zu tun, auch um, weil es halt in Englisch gemacht wird, halt auch englischsprachige Zuschauer anzulocken. Da der Kanal aber eh hauptsächlich deutschsprachig ist, ist das sowieso so eine Sache. Naja, die englischen Videos habe ich ja damals auch abgebrochen, weil schlussendlich die meisten Zuschauer bei meinen regulären Videos
naja, aus dem deutschen Raum geblieben sind oder jene, die weder Deutsch noch Englisch konnten und einfach, naja, nur da waren, um mir dabei zuzusehen, wie ich bei absurden Dingen wie Pacifist Runs etc. versage. Ja, also das hat sich leider Gottes dann auch nicht durchgesetzt und ja, Fanlore. Ich liebe dieses Format und es tut mir wirklich auch im Herzen weh, dass ich es nicht fortsetze. Ja, das Problem ist, ich habe auch jetzt noch für die Sachen, an die ich jetzt primär arbeite, ja auch eine Audioserie am Start. Da muss diese Woche auch noch was kommen und ich hoffe, ich werde die Tage aktiv, um die nächste Folge dafür rauszubringen, weil das muss diese Woche noch erfolgen. Ja, für mich muss das so sein, weil ich möchte das jetzt nicht zu sehr schieben, weil das Projekt soll dieses Jahr auch noch fertig werden. Da gibt es noch viele, viele Dinge im echten Leben, die viel wichtiger sind als das. Aber damit will ich gar nicht anfangen. Aber das sind jetzt halt so. Ich glaube, ich kann zwischenzeitlich auch irgendwie hinzufügen, dass das inklusive Updates sein wird, dieser Podcast. Aber gut, so viel dazu. Ich glaube, 6 Minuten Information ist auch mehr als genug. Und ich mag es ja eigentlich auch gar nicht, mich hier so zu rechtfertigen. Da fragt man sich direkt, warum tust du das denn trotzdem, Mann von Chicali-Netzwerk? Die Antwort darauf ist eigentlich ziemlich einfach, denn ich möchte das halt auf so einer kommunikativen Ebene belassen. Das heißt, ja, ihr sollt so ein bisschen mitbekommen, also was so abgeht, weil mir ist dieser Kanal immer noch wichtig. Es hat sich nicht verändert und das soll einfach nochmal unterstreichen, wie wichtig mir das ist und dass ich halt trotzdem hier mit am Ball bleibe. Also ich habe jetzt nicht vor, den Kanal irgendwie einzustampfen, nicht, dass das jemand gedacht hätte, aber hier nochmal die eindeutige Aussage dazu und jetzt wechseln wir auch endlich zum Thema. Ein Timecode werde ich bestimmt auch hinzugefügt haben. Also geht es jetzt los. Ja, wir reden heute um Geschichte erleben. Das klingt jetzt erstmal ein wenig seltsam, weil das wirkt so ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Und ja, vielleicht ist das auch so. Der Grund dafür, warum es aus dem Kontext gerissen wirkt, liegt auf der Hand. Ich habe euch bisher keine anderen Informationen gegeben. Aber nehmen wir mal das Wenige, was wir haben, und zwar die Aussage an sich. Was verstehen wir unter Geschichte? Geschichte ist für die meisten ja das, was vergangen ist, also das, was in der Vergangenheit passiert ist und was wir oftmals halt in der Schule oder über Nachrichten lernen. Und ja, das ist so etwas, ja, das ist schon eine ganze Weile her und wir haben dazu so eine gewisse Distanz. Jetzt könnte man in dem Kontext darauf schließen, es geht darum, irgendwie ums Reisen, irgendwie Orte zu besuchen, die geschichtlich relevant sind, so nach dem Motto hingehen und Geschichte erleben. Ein netter Gedanke, darüber könnte man auch wahrscheinlich einen schönen Podcast mal machen, weil ich habe auf jeden Fall vor, ja, ich denke mal irgendwann mal in der Zukunft nach Ägypten zu reisen, weil ich die Kultur einfach so faszinierend finde. Also ich glaube, ich könnte mich darüber auch stundenlang unterhalten, wie faszinierend das einfach ist. Und ich muss einfach unterstreichen an dieser Stelle, ich hasse Hitze. Ich bin auch kein Fan von Sand. Ja, ich bin jetzt nicht Darth Vader, nur für die Leute, die sich das jetzt fragen, nur weil ich sage, dass ich kein Fan von Sand bin. Ja, wir wissen ja alle, Anakin Skywalker, aka Darth Vader, der mag keinen Sand. Ja. Ein netter Fun Fact am Rande. Bei der Szene zwischen Darth Sidious und Mace Windu, dazu gibt es auch ein nettes Produkt irgendwie im Ausland, wo der Name Mace Windu benutzt wurde. Kein Mist, ihr könnt das von mir aus googeln. Ihr werdet Mace Windu bestimmt finden. Ich habe es jetzt aber nicht selbst gegoogelt, also falls ihr es nicht findet, dann
würde mich das erstens wundern und zweitens könnt ihr mich nachträglich immer noch steinigen. Auf jeden Fall gibt es da halt so das Aufeinandertreffen zwischen den beiden Charakteren und dabei wird ein Fenster zerschlagen, ja. Und kurz darauf kommt auch Anakin Skywalker. Und woraus werden die Fenster meistens gemacht? Ja, Plot-Twist an dieser Stelle. Aber darum soll es eigentlich nicht gehen. Auf jeden Fall, das war der Exkurs zu Anakin Skywalker, auch bekannt als denjenigen, der Sand nicht mag. Aber schlussendlich, auch wenn ich weder ein Fan von Sand noch Hitze bin, würde ich trotzdem gerne mal dahin reisen, einfach weil die Kultur mich so fasziniert. Also über das Reisen könnte man tatsächlich auch reden, obwohl, ja, erneut ein netter kleiner Fakt, ich bin tatsächlich niemand, der gerne reist. Also wirklich nicht. Ich bin eher so, jetzt klingt das total nerdig und so, der Zuhause-Typ. Das liegt nicht daran, weil ich zu wahrscheinlich zu viel Zeit am PC verbringe. Ich möchte gar nicht leugnen, dass viel zu viele meiner Hobbys am PC stattfinden. Deswegen gehe ich mindestens eine Stunde am Tag spazieren, weil es einfach wichtig ist, auch mal rauszukommen. Deswegen mache ich auch regelmäßig was mit Freunden, weil, naja, sagen wir mal so, ich habe bei meinen Hobbys schon recht viel mit PCs zu tun. Dann Schluss auch endlich, beste Wortkombination aller Zeiten. Auch über die Arbeit logischerweise viel mit PCs zu tun. Hab ja Informatik studiert und auch mein Abitur im Bereich Wirtschaftsinformatik abgeschlossen. Also ich habe da auch wieder viel mit PCs zu tun. Von da geht mal raus, geht spazieren, genießt ein bisschen die Sonne. Ich kann nur Wälder empfehlen. Ich bin ein absoluter Fan von Wäldern. Klar, die sollten auch einigermaßen gute Wege haben, so dass man nicht unbedingt wirklich Bergsteigerstiefel oder sonst was braucht. Aber ja. Ja, ich bin schon gerne draußen, so ist es nicht, aber ich mache auch viel zu viel am PC. Aber ja, Reisen war nie so meins. Aber um das Reisen, das habt ihr wahrscheinlich schon gedacht, auch wenn ich schon ein bisschen wieder darüber rede, um das Reisen per se geht es nicht. Und jetzt fängt es wahrscheinlich so an, was meint er denn jetzt mit Geschichte erleben? Geht es etwa darum, heutzutage, also jetzt hier und jetzt, Geschichte zu erleben? Ist das denn überhaupt möglich? Da muss man erstmal sagen, ja, es ist möglich, geschichtsträchtige Momente mitzuerleben, weil das erging ja früheren Leuten auch so. Also warum sollte das für uns anders sein? Allerdings, da kommt auch so der Gedanke daher, warum ich überhaupt über dieses Thema rede. Ja, und das kommt daher, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Das bedeutet, dass, naja, sich sehr viel ändert um uns herum. Oftmals bekommen wir das gar nicht mit, aber wir wissen unterbewusst, wie viel sich eigentlich verändert und dass, ja, wie schnell das auch einfach funktioniert. Deswegen auch schnelllebige Zeit. Die Technik macht immer wieder Sprünge und das bekommt man teilweise gar nicht so extrem mit, was da für Sprünge passieren. Das geht oftmals auch mir so, was ebenso noch mein Grund ist, warum ich hier jetzt darüber rede, weil ich das selbst oftmals gar nicht so mitbekomme. Aber die Technik, ja, Medizin allgemein macht unglaubliche Sprünge, wenn man sich allein mal jetzt von 2019, 10 Jahre zurückbewegt auf 2009, was es im Vergleich zu der heutigen Zeit ja damals einfach nicht gab und wie viel sich allein technisch getan hat. Ich glaube, vor 10 Jahren kam gerade mal, ich glaube, da war es, ich glaube, ein Jahr zuvor oder anderthalb Jahre zuvor kam irgendwie die PlayStation 3 frisch auf den Markt. Oh, mit diesem hochmodernen neuen System der Blu-ray, wo sich alle gesagt haben, oh mein Gott, ah, wie sehen denn die Filme und die Serien plötzlich aus? Boah, das war voll krass. Heutzutage, ja, ist das sowas wie Standard, dass das, naja, angeboten wird in Blu-ray und
bald kommt auch die PlayStation 5 raus. Das heißt bald, also zumindest habe ich jetzt vor einem Monat schon den Artikel dazu gesehen und dass die Spiele von der PlayStation 4 aufwärts, also andersrum. Die PlayStation 4 Spiele funktionieren auf der PlayStation 5, weil die PlayStation 5 abwärts kompatibel ist. So rum. Ich hoffe, ja, ich habe jetzt keinen Quatsch erzählt. Macht auf jeden Fall nichts. Beispiel geht weiter. Gehen wir nochmal 10 Jahre zurück, ja? Ja, 1999, etwa 2 Jahre nachdem Siedler 3 rausgekommen ist, einer meiner absoluten liebsten Spiele. Ja, wie die Spiele damals noch ausgesehen haben. Ich meine, ich kann heute noch Siedler 3 spielen. Ja, und ja, trotzdem, wie das damals alles aussah. Das ist jetzt ein bisschen begrenzt auf diese Thematik, der Blick. Aber das ist jetzt einfach nur mal ein Hinweis darauf, wie viel sich verändert hat. 1999 war das Internet auch noch im Vergleich zu heute, naja, überschaubar jetzt, nicht unbedingt, aber es waren halt andere Zeiten und da war es auch noch nicht so weit verbreitet, dass alle Leute wirklich, naja, über schnelles Internet verfügt haben. Ja, wie viel sich einfach verändern kann, gehen wir nochmal 10 Jahre zurück. Ja, 1989, wenn ich mich nicht täusche, war das so die Idee, wo sich dann gewisse Persönlichkeiten darüber nachgedacht haben, sich selbstständig zu machen. John Romero, Adrian Carmack, also praktisch die Entwickler von Commander Keen. Und ja, ich glaube, Keen 1, das war Anfang 1990, also mein Baujahr. Ja, wie lange das einfach schon wieder her ist. Und das war jetzt nur so eine 30-Jahres-Spanne. Und was die PCs damals alles konnten, das ist lächerlich im Vergleich zu dem, was sie heute können. 1989 war es auch absolut nicht normal, dass in einem Haushalt wirklich überall ein PC stand. Ich glaube, unser erster PC, den hatten wir so Anfang, ja, ich glaube so 92 oder 93, das war damals noch ein 3.11er gewesen. Ich bin sogar noch mit Disketten aufgewachsen. Also gut, das war schon so die Zeit, da ging es schon so in Richtung CD, aber naja, wie viel sich da einfach getan hat. Also ja, die Zeit vergeht, ja, Tempus fugit, wie man auch so schön sagen könnte. Und es ist einfach unfassbar, wie viel sich in einer Zeitspanne von 30 Jahren verändert hat und ja, wie wenig man teilweise davon so mitbekommt, weil ja, es halt einfach immer extremer wird. Also man bekommt eigentlich nur wirklich brisante Dinge mit, wenn sie einem wirklich frontal ins Gesicht geschlagen werden, weil ansonsten viele Sprünge, die auf der Technik und geschichtlicher Ebene passieren, einfach so aneinander vorübergehen. In den Nachrichten wirst du mit zig Meldungen bombardiert, was nicht alles geschehen ist. Und ja, es klingt einfach unfassbar, aber man wird halt informationstechnisch so erschlagen, dass man viele Dinge einfach nicht mitbekommt. Ja? Und deswegen ist es mir ja auch so wichtig, darüber zu sprechen, weil ich oftmals selbst den Eindruck habe, dass ich geschichtlich so viel verpasse. Auf der anderen Seite leben wir auch in einer Zeit, wo man die Möglichkeit hat, die Geschichte wirklich miterleben zu können. Also, was du heute nicht alles kannst, du kannst irgendwie, ja, in meinem Fall, du kannst meinen Weg zu einem Autor verfolgen, du kannst deinem favorisierten Spieleentwickler folgen. Oder ein Unternehmen, was du irgendwie unterstützen möchtest. Du kannst heutzutage alles Mögliche über zig verschiedene Kanäle, Seiten, ja, Medien wahrnehmen. Das ist unfassbar. Aber da liegt ja auch der Knackpunkt. Du hast so viele Möglichkeiten.
dass diese Möglichkeiten dich erschlagen. Und jetzt kommen wir eigentlich dazu, warum ich auf dieses Thema gekommen bin, also hauptsächlich. Und zwar, das ist jetzt schon ein bisschen her und das ist auch bewusst passiert, weil ich nicht wollte, dass mein Kanal in irgendein Fokus gerät, weil ich möchte, dass dieser Kanal eigentlich so klein, überschaubar bleibt. Ich bin insgesamt mit meinen Aufrufzahlen zufrieden. Viel mehr als das wollte ich eigentlich auch niemals erreichen. Ein paar mehr Kommentare darüber würde ich mich freuen, aber darüber freue ich mich eigentlich immer. Ich mag es sehr, mit euch zu interagieren und mit euch ein bisschen zu sprechen. Deswegen mag ich auch die Livestreams, weil da kann man ein bisschen besser und eher mit den Leuten interagieren. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schon 2 Wochen her ist. Kann sein, dass es schon 2 Wochen her ist. Auf jeden Fall wurde das erste Bild von einem schwarzen Loch gemacht. Und ja, mir braucht man nicht erklären, dass man nicht wirklich ein Bild von einem schwarzen Loch hat, sondern praktisch nur von den Auswirkungen des schwarzen Loches, nur für die Leute, die das jetzt schon mit erhobenem Finger in die Kommentare schreiben wollten. Ja, das schwarze Loch kann man gar nicht sehen, das weiß jedes Kind. Ja, okay, das weiß nicht unbedingt jedes Kind, dass man das nicht sehen kann, aber ich wollte es einfach nur nochmal klarstellen. Ja, es heißt einfach nur ein Bild von schwarzen Loch, aber eigentlich sieht man nur die Auswirkung von einem schwarzen Loch. Punkt. Ja? Und bei diesem Bild ist mir persönlich bewusst geworden, meine Güte, das ist tatsächlich ein großer geschichtlicher Moment, jetzt zumindest für mich persönlich als Astronomie begeisterten Person. Andere Leute denken sich, ja geil, ist ein schwarzer Fleck auf einem Bild, ja, verhunzt das ganze Bild, macht es voll hässlich und so, ja, das kann man sich nicht geben, was ist daran Geschichte? Und da geht gerade die Tür auf. Ja, alles gut. Spätestens daran merkt man auch, dass es live ist. Ja. Ich wurde auf jeden Fall gerade hingewiesen, dass ich vielleicht ein bisschen zu imprünstig darüber geredet habe. Also ein bisschen ruhiger an dieser Stelle. Ah, trinken wir vielleicht einen Schluck Wasser, was ich auch nicht rausschneiden werde, weil ich aktuell faul bin. Obwohl aktuell trifft es nicht wirklich. Ja, eigentlich ja generell. Aber naja, ist ein kurzer Moment, von daher. Ich weiß, unprofessionell, aber wen interessiert das? Mich interessiert das schon lange nicht mehr und Leute, die mich hier verfolgen, weil sie mir halt folgen wollen, denen ist es auch egal, wenn ich zwischendrin mal Wasser trinke. Auf jeden Fall, worauf ich halt hinaus wollte, für andere Leute ist das wahrscheinlich kein, ja, so großes geschichtliches Ereignis. Aber für mich persönlich halt als astronomiebegeisterte Person schon, weil ich finde, das ist schon jetzt nicht zwangsläufig unbedingt ein Meilenstein. Ja. Obwohl es vielleicht meiner Meinung nach wirklich so ist, aber es ist wirklich eine große Sache, weil das hat zuvor noch niemand geschafft. Und zumindest gibt es Bereiche, in denen das wirklich ein großes geschichtliches Ereignis ist, etwas zu schaffen, was zuvor noch nicht geschafft wurde. Ja. Also, wenn du es irgendwie hinkriegst, dich mit einer Milchtüte irgendwie umzubringen, dann bist du vielleicht auch der Erste, der das geschafft hat. Aber das ist nicht unbedingt ein herausragendes geschichtliches Ereignis. Aber gut, das Bild von einem schwarzen Loch, beziehungsweise die Auswirkung von einem schwarzen Loch, war für mich persönlich eine große Sache und natürlich für die Astronomiewelt auch. Und das war so der Moment gewesen, wo ich für mich realisiert habe, hey, das ist Geschichte. Du hast gerade einen geschichtsträchtigen Moment miterleben dürfen. Und es war kurioserweise, ja, obwohl ich dieses Jahr bereits 29 werde, war das das erste Mal, wo ich so gedacht habe. Und dann habe ich so zurückgedacht, so an die Dinge der letzten paar Jahrzehnten und mir ist auf die Schnelle auch nicht so viel Geschichtliches eingefallen, obwohl, wenn man sich damit auseinandersetzt, keine Sorge, ich gebe jetzt keine Auflistung oder so, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, realisiert man schon, wie viel eigentlich in diesen 29 Jahren oder in den letzten 2 Jahrzehnten passiert ist. Und tatsächlich sind davon wirklich viele Dinge geschichtlich signifikant. Und da fängt man schon an zu überlegen,
Ja, warum kriegt man das eigentlich nicht so mit? Und deswegen halt auch die Einleitung von, ich glaube, etwa 10 Minuten. Ja, man wird so von Informationen zugebombt, dass wenn tatsächlich etwas geschichtlich Relevantes, ja, wo man wirklich Geschichte erleben kann, also wenn so etwas passiert, dass man es oftmals einfach gar nicht mitbekommt. Oder wenn man es mitbekommt, dann geht es in den einen Ohr rein und in den anderen Ohr wieder raus. Oder man guckt sich halt das an und denkt sich nichts dabei, geht jetzt in den anderen Tab über oder wechselt mit seinem Handy einfach, da macht diese typische Handbewegung, die jeder kennt aus gesellschaftlichen Kreisen, die durch Handys infiziert wurde. sorry, die Aussage fand ich gerade selbst witzig. Ich meine, jeder kennt das irgendwie. Die Leute treffen sich irgendwie abends in der Bar und anstatt miteinander zu interagieren, wie das normale Menschen tun, sitzt da jeder mit seinem Handy und sucht irgendwas oder antwortet irgendjemand. Ganz ehrlich, dann bin ich dann in solchen Fällen doch lieber der Typ, der ja zu Hause sitzt abends und jetzt an sein Regelwerk oder Buch schreibt, weil dann habe ich wenigstens irgendwie einen kreativen, ja, Output, könnte man sagen, weil ich ja etwas niederschreibe, als jetzt irgendwie mit Leuten mich zusammenzusetzen, die sich offensichtlich mehr mit anderen Leuten auf elektronischer Ebene auseinandersetzen oder mit Medien auf elektronischer Ebene, als mit den Leuten, mit denen sie wirklich physisch gerade vor Ort sitzen. Aber das ist ein anderes Thema, ist mir nur gerade in den Sinn gekommen, wie ätzend ich das finde. Ja. Also, ich mache gerne was mit Freunden, sehr, sehr gerne, aber es ist auch schon bei Magic und bei anderen Sachen, die ich mache, oft so, dass die Leute da immer mit ihrem Handy sitzen und ich kann diesen Anblick nicht mehr sehen. Ich habe auch einen kleinen Hass auf dieses behinderte Gerät, so sinnvoll wie es auch sein mag. Ja. Ja, das ist auch so ein Grund, warum mein Drecks-Handy, ja, das ich jetzt einfach mal gerade so symbolisch in die Hand nehme und mir angucke, dieses Drecks-Handy, ich glaube, das ist von 2003, ich glaube, ich habe es auch etwa aus diesem Jahr, also das ist schon etwa 16 Jahre alt, dieses Ding. Ja. Hat keine Wireless-LAN-Funktion. Apps gab es tatsächlich damals schon. Ja. Ich kann auch problemlos damit ins Internet gehen, auch wenn es ein bisschen langsam läuft und naja, man mit Gebühr vom Handy aus bezahlen muss. Ja, ich habe keinen Vertrag. Ja, ich scheue mich davor, mir ein moderneres Handy zu holen, weil ich die Befürchtung habe, dass ich genauso werde. Ich meine, ich mache eh schon viel zu viel mit dem PC. Ja. Also ich mache schon echt viel auf elektronischer Ebene. Ja. Süchtig bin ich glücklicherweise noch nicht, weil ich kann tatsächlich mehrere Wochen verschwinden, ohne was an diesem Ding machen zu wollen. Ja. Aber gut. Das Problem ist halt die Möglichkeit haben. Wenn du so ein Ding erstmal hast, nutzt du das. Dann ist es. Dann könnte es tatsächlich wirklich wie eine Sucht werden. Also ich bin auch davon überzeugt, dass viele Leute da draußen eine Handysucht haben und es nicht wissen. Ja? Die nicht wissen, dass sie alle paar Minuten nach dem Handy greifen und irgendwas danach gucken. Und naja, oftmals auch bei Gesprächen, Unterhaltungen oder in Momenten mit jetzt Freunden, Bekannten, Familie, da anstatt mit den Leuten sich zu unterhalten, da am Handy sitzen. Ich glaube, das fällt vielen gar nicht auf, dass sie wirklich handysüchtig sind. Ja. Ich darf mir auch oftmals anhören, dass ich PC-süchtig bin, weil ich viel am PC mache. Aber ich kann mich davon auch problemlos mehrere Tage und Wochen lossagen. Und ich glaube, viele Leute können das beim Handy nicht. Ja. Selbst wenn es nur heißen würde, ja, sie dürfen nur das Handy benutzen für 2 Wochen lang, um zu telefonieren, SMS zu schreiben und vielleicht mal bei Google Maps nach einem Weg zu suchen oder bei Geschäften nach Öffnungszeiten. Ich glaube, da hätten schon viele Probleme, selbst nach einer Stunde nicht irgendetwas anderes mit ihrem Handy zu tun. Ja, aber gut, das ist wie gesagt ein anderes Thema. Also, ich möchte die Leute jetzt nicht richten. Ich meine, ich weiß ja selbst, dass ich auch zu viel damit mache. Aber wenn ich mit Leuten unterwegs bin, dann bin ich für gewöhnlich nicht handyfixiert.
Klar, wenn ich mal eine SMS schreibe, dann bin ich da auch mal eine Minute oder zwei dran. Ja, ich bin absolut langsam beim SMS schreiben. Deswegen wirkt das auch manchmal so, dass ich da auch zu lange dran hocke. Ja. Dabei schreibe ich nur eine SMS. Ich brauche dafür halt ultra lange. Aber kommen wir nochmal abschließend irgendwie zum Thema zurück. Also, wir erleben heutzutage schon Geschichte. Ja. Wenn wir das sehen möchten und da kann man auch schön den Bogen zum vorherigen schlagen. Wenn wir uns mit Leuten treffen, ja, dann treffen wir uns auch, weil wir die Leute sehen wollen. Aber für gewöhnlich endet das dann, dass wir durch die schiere Möglichkeit, die wir haben, uns viel zu sehr ablenken lassen von anderen Dingen. So wie ich immer bei solchen Podcasts abschweifend werde. Ja. Hier ist das nicht anders. Also man verbringt Zeit mit den Leuten, ja, und verbringt dann eigentlich doch keine Zeit mit denen, weil man halt sehr viel ja, abgelenkt wird. Und so ist das halt auch mit der Geschichte selbst. Es passieren viele geschichtliche Dinge, die nicht alle negativ sein müssen. Ich meine, das mit dem schwarzen Loch ist keinesfalls negativ. Auch wenn eins mal zu nah kommen sollte, dass das durchaus negativ sein dürfte. Ja, es passieren so viele positive Dinge, aber wir werden so von den Medien und den, ja, sagen wir es einfach mal, von den medialen Möglichkeiten erschlagen, dass wir erstens weder die Geschichte miterleben, auch wenn sie gerade passiert, noch mit unseren Mitmenschen agieren, wenn sie direkt neben uns oder sogar vor uns sitzen. Und das finde ich persönlich ein bisschen traurig und ja, vielleicht auch sogar bedenklich, weil, naja, man verbringt lieber mehr Zeit mit einem Gerät als, naja, mit den Leuten, mit denen man wirklich physisch gerade zu tun hat und ja, verpasst, obwohl man so viele Möglichkeiten auf Informationen hat, eigentlich die Dinge, die gerade passieren. Und ja, so kann es passieren und so wird es mir wahrscheinlich auch irgendwo ergangen sein, dass es mir nie so richtig aufgefallen ist bis zu dem Moment, ja, wir erleben ja vielleicht sogar tagtäglich Geschichte, aber wir sind viel zu viel beschäftigt mit anderen Dingen oder lassen uns viel zu sehr von anderen Dingen ablenken. Und ja, vielleicht sollten wir darüber mal nachdenken, vielleicht ist es auch ein guter Schlusssatz. Also ich möchte jetzt auch den Podcast nicht in die Länge ziehen. Ich wollte das einfach auch nur mal so ein bisschen ansprechen, weil es geschehen schon bedeutende Dinge, die jetzt nicht unbedingt negativ sein müssen. Ich weiß, es passiert aktuell viel, naja, sagen wir mal, Fragwürdiges. Viele regen sich ja auch auf wegen Artikel 13 und ja, darüber wollte ich gar nicht sprechen, weil das wurde auch schon so ausgelutscht. Also ich versuche auch so über die Themen zu reden, wie es mir Spaß macht. Natürlich ist es bei mir oftmals so, dass selbst Dinge, die jetzt eigentlich nicht negativ sind, so wie dieses Thema an sich, schon so ein bisschen, ich will nicht sagen, ins Melancholische übergeht, aber naja, es regt halt vielleicht auf eine leicht drückende Art und Weise zum Nachdenken an. Also es soll nicht unbedingt drückend sein, aber oftmals kommen so nachdenkliche Dinge so rüber. Und naja, mein eigentliches Ziel mit diesem Format ist es ja, euch zum Nachdenken ja anzuregen. Und ja, falls ihr dazu noch irgendwas zu sagen habt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare packen. Ihr wisst, dass ich mich darüber freue. Es tut mir auch leid, dass es ein bisschen chaotisch war und dass ich bestimmt 7 Minuten über, naja, das Update gesprochen habe und weniger über das eigentliche Thema. Also verzeiht mir das, ne? Und falls ihr dazu nichts schreiben wollt, könnt ihr mir ja mal als Information zukommen lassen, wann euch denn ein Podcast am Wochenende passen würde. Es wird sehr wahrscheinlich, ich will mich noch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, es wird wahrscheinlich, ja, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, ich suche ihn noch, The Terror from Outer Space geben, als Pacifist Run.
Den Swan Song werde ich wahrscheinlich so als Video abschließen und dann bleibt mir aktuell als Projekt hauptsächlich nur das, falls diese Keen 1 bis 3, ja, davon gibt es dann noch einen zweiten und dritten Teil von dieser Competition-Serie da, falls sie mich nicht so sehr in den Wahnsinn treiben, dass ich daraus einen Livestream machen werde. So, das war's von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, dieser kleine Podcast und diese kleine Info hat euch irgendwie zugesagt und ich hoffe, der nächste Podcast lässt nicht so lange auf sich warten. Und ja, man hatte schon wieder so das Beispiel von eben, dass ich nicht mal irgendwie eine halbe Stunde hier zusammenbekomme, ohne dass ich irgendwie unterbrochen werde. War jetzt keine großartige Sache, aber man merkt schon, wo da die Problematik liegt. X-Rack hat dazu aber auch einen netten Kommentar geschrieben, den ich persönlich aber nicht wahrnehmen wollte. Also es ging darum, die einzelnen Sachen halt aufzuschneiden, also so praktisch so partweise was aufzunehmen und dann praktisch nur so sinnvoll zusammenzulegen. Und das mag ich für dieses Format persönlich halt nicht, weil ich einfach dieses, ja, spontane, persönliche, ja, vielleicht auch sogar sympathische an diesem Format halt so liebe, weil es halt einfach so ist, dass ich konsequent über eine Sache für einen längeren Zeitraum rede und somit vielleicht auch emotionaler und ja, vielleicht auch ja, persönlicher und auch, naja, ich, wie soll ich sagen, einfach mehr bin, wie ich bin und weniger wie jemand, ja, das und das willst du sagen. Ah, und dann ratterst du das so runter in ein Paket und dann machst du einen Stopp und ratterst was anderes runter. Das wirkt für mich zu konstruiert. Das bin, also die Stichpunkte und meine Meinung bin zwar immer noch ich, aber schlussendlich ist das dann so, dass es einfach nur ein konstruiertes Konstrukt ist, was ich schlussendlich zusammenfüge, was so gesehen eigentlich nicht den persönlichen Geist von mir hat. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber eventuell habt ihr trotzdem verstanden, was ich meine. Ich finde das so einfach viel sympathischer, weil ja auch diese Abschweifungen, diese Gedankensprünge und sowas, ja, und einfach dieses Ich, ja, das kommt hier wunderbar zur Geltung und das kommt jetzt auch bei hochwertigeren Videos von mir, die halt bei weitem nicht so lang gehen, ja, kommt das schon eher so rüber, das bin weniger ich, das ist so, ja, ich habe mir vorgenommen, das und das zu sagen und das sage ich einfach und das war's. Und da geht viel Persönliches und auch Herzblut verloren und das möchte ich ausgerechnet für ein Podcast-Format nicht haben. Das soll, wie meine normalen Videos auch, wenn ich ein Mod spiele, ein Level-Pack spiele, oder ein Livestream machen. Das soll immer noch ich sein. Es soll keine Konstruktion sein, die einfach schlussendlich nur so ist, um professionell zu wirken. Das ist kein professioneller Kanal. Das ist ein Hobby von mir. Ja. Es ist schon, ich will jetzt nicht sagen schlimm genug, aber es ist, ja, vielleicht ist es doch schlimm genug, dass ich ein anderes Hobby vom Schreiben her und so weiter, dass ich das alles so professionell machen muss. Ja. Ich habe jetzt auch für mein Projekt eine Homepage gemacht und das muss alles professionell sein. Da dürfen keine Fehler drin sein. Ich meine, ein Roman sollte möglichst fehlerfrei sein und auch das Regelwerk sollte keine Fehler beinhalten und da muss ich halt einfach professionell sein. Und das muss ich hier bei diesem Kanal einfach nicht und das möchte ich mir ehrlich gesagt nicht nehmen lassen, aber wem dieser Kanal oder besser gesagt dieses Podcast-Format zu unprofessionell ist, der muss es sich halt nicht anhören. Also ich glaube, es ging aber auch irgendwo darum, dass ich es überhaupt hinkriege, mal einen Podcast zu machen und naja, weniger darum, dass man jetzt der Meinung ist, mein Podcast ist jetzt irgendwie nicht qualitativ hochwertig. Ich meine, ich schneide es nicht und so, aber ich hoffe, es kommt trotzdem gut rüber, auch wenn ich zwischendrin mal trinke oder unterbrochen werde. Naja,
Egal, so viel dazu. Ich hoffe, das nimmt mir jetzt auch keiner übel. Ich fand den Vorschlag von X-Werk auch gut, wenn ich meinen Kanal halt auf einer professionellen Ebene führen würde, was ich halt einfach nicht tue. Ja? Für das Professionelle muss ich dann schon an einer anderen Stelle sozusagen professionell sein. So, das soll es aber jetzt nach etwa 40 Minuten gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt und ich hoffe, ihr werdet mir auch das nächste Mal wieder zuhören und beziehungsweise zusehen. Und an dieser Stelle bin ich dann raus, grüßt mir die Sonne und macht's gut.